Hallo und willkommen bei German Blanken Ärgern Reviews. Heute mit einem Review Schuss und Kroni Test der Sig Sauer X5 im Kaliber 4,5 mm Stahl BB. Fangen wir zügig an und ich zeige euch mal, wie sie geliefert wird in diesem Pappkarton hier. Schön bunt, viele Infos drauf, auch seitlich. Hinten, wie das Teil beladen wird. Und so weiter und so fort. Warnhinweise. Bedienungsanleitung, Beziehungszettel besser gesagt. Das ist hier so ein Styroporzeug. Ich habe da hier Stahl-BBs dabei. So eine kleine Packung. Den Sechskant zum Einstellen der CO2. Kapsel und dann habt ihr hier so eine Ersatzschraube. Ebenfalls für das Kapselsystem. Was ist denn los heute? Das mal kurz dazu. Dann sage ich euch nochmal schnell ein paar Eckdaten. Das Gesamtgewicht der Waffe beträgt 1156 Gramm. Leer, also ohne Kapsel und BBs. Liegt sehr gut in der Hand. Kommen wir gleich nochmal zu. Die Gesamtlänge beträgt 225 mm. Wir haben ein 18-Schuss-Magazin, betrieben mit einer 12 Gramm CO2-Kapsel. Und die Geschossgeschwindigkeit wird vom Hersteller mit 91 Meter die Sekunde angegeben. Das checken wir dann nachher mal im Kroni-Test, ob das auch so stimmt. Jetzt zeige ich euch als erstes mal die Beschriftung. Haben wir hier Sig Sauer, X5, Germany, das sind alles die Original-Markings. Insgesamt ist das Ding eine perfekte Replika von der scharfen X5. Nehmen wir Kaliberangabe, das S für Stahl BB. Habt ihr hier die Original-Sig Sauer Griffschein, beziehungsweise hier die Original, den Original-Schriftzug im Griffstück. Hier unten steht noch GSG, das ist der deutsche Vertrieb. Läuft über GSG. Habt ihr hier dezent Warnhinweise, schön in weiß. In Anführungszeichen schön, das mag ich immer nicht so. P226S. Punkt 137 nochmal, Kaliberangabe nochmal im Patronenlager. Hier so ein Aufkleber, kann man natürlich entfernen, maximal 1,5 Joule. Seriennummer und hier das F. Und nochmal. Sig Sauer im Griffstück. Sehr schön gemacht. Nicht zu viel. Alles original. Supi. Zum Material. Es ist eine Vollmetallwaffe. Das ist wirklich alles Metall. Bis auf die Griffschein. Alles andere ist Metall. Deswegen auch dieses hohe Gewicht. Die liegt super in der Hand. Hat ein echt tolles Griffstück. Hier seht ihr die Visierung, Kimme und Korn. Korn hat einen weißen Punkt. Die Visierung ist nicht verstellbar. Wir haben natürlich Blowback. Beim letzten Schuss, nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten hinten. Habt ihr hier den Schlittenfanghebel. Single Double Action Abzug. Sehr angenehmer Abzug, also wirklich ganz toll. Auch im Double Action fühlt er sich ganz toll an. Wenn ihr den Hahn spannt, geht auch das Abzugzüngel mit. Habt ihr noch einen ganz kleinen Weg, dann löst sich der Schuss. Wir haben hier noch eine manuelle Sicherung, die den Abzug hier trennt. Geht er ins Leere. Lässt sich auch super mit dem Daumen einlegen. Und rausnehmen. Den Magazinauswurfknopf. Vollmetallmagazin. Hier habt ihr die Schraube. Muss wirklich schön schräg da reingesetzt werden mit dem mitgelieferten Sechskant. Dann kommt die Kapsel rein. Da wird ein ganz, ganz kurzes Zwischen, aber wirklich nur sehr kurz. Also da entweicht so gut wie gar nichts. Das ist ein sehr tolles System hier, sehr schönes Magazin. Ihr müsst leider beim Befüllen der 18 BBs das Teil mit dem Fingernagel unten halten. Dann wird es hier
Hier füllt er die dann ein, 18 Stück, und lasst das Teil wieder vorkommen. Ja. Gut verarbeitetes Magazin. Dann haben wir hier noch einen Demontagehebel. Dazu wird das Teil hier zu diesem halbmondförmigen Ausschnitt gebracht, der Verschluss. Dann dreht ihr das Ding nach unten. Könnt es entnehmen und Verschluss nach vorne abnehmen. Das mache ich jetzt mal nicht. Das ist ja nicht meine Waffe. Ich will da jetzt nichts verschrammen oder kaputt machen. Aber es lässt sich auf jeden Fall sehr gut bewerkstelligen, das Ganze. Ja, soweit zu den Funktionsteilen. Die Waffe ist sehr gut verarbeitet. Die wird in Taiwan hergestellt. Der Hauptvertrieb läuft über Cybergun. KWC ist der KWC ist der Hersteller in Taiwan. Und hier in Deutschland wird sie halt von GSG vertrieben, von German Sport Guns. Ja, also das Teil ist wirklich top verarbeitet und sieht absolut Sahne aus. Alles sehr original. Gewicht, Aussehen, Handhabung. Ist wirklich eine tolle Waffe. Wir gucken uns jetzt einfach mal das Gerät hier im Kroni und im Schusstest an und dann sehen wir uns gleich zur Zusammenfassung. Ich habe jetzt eine frische CO2-Kapsel drin. Jetzt machen wir den Kroni-Test. 5 Schuss fertig abgeben. Los geht's. Das war nix. 98,95. 88,8. 96,27. Die 88,8 waren eben so niedrig, weil ich leider mal wieder meinen Kroni geschossen habe. Also jetzt wieder 96,27 Meter die Sekunde. 94,24. 94,89. Na komm, wir machen das Magazin jetzt leer. 95,45. 93,01. Ah, hatte nur 8 Schuss geladen. Und 92,65 Meter die Sekunde. So, jetzt sind wir beim Schusstest. Ich schieße aus 8 Meter Entfernung. Ein volles Magazin. Stehend. Freihändig, nicht aufgelegt. Dann legen wir mal los. Das war's. Ich zoome mal ran, aber man sieht es so schon ganz gut. Also das Teil ist verdammt präzise, finde ich, für eine BB-Waffe. Das sieht super aus. Meine Meinung. Ein Magazin aus 8 Meter Entfernung. Ja gut, moderat geschossen jetzt, teilweise ein bisschen schneller mal, aber das finde ich ist echt top. Kann sich sehen lassen. So, also wie wir gesehen haben, die Energie liegt sogar leicht über dem, was der Hersteller angibt. Ist relativ konstant. Das Teil ist super präzise. Eine Sache habe ich noch vergessen euch zu zeigen. Wir haben natürlich hier vorne eine Ray-Schiene. Das ist natürlich für Deutschland immer uninteressant, weil es hier eh verboten ist, da Zubehör anzubringen. Aber wir haben das Teil. Habe ich vergessen euch zu zeigen. Wie gesagt, super präzise. Liegt natürlich an dem verlängerten Verschluss, in dem verlängerten Lauf, im Gegensatz zu der normalen P226. Und daher ist das Teil einfach ideal, auch im Original wird es dafür benutzt, für alle Varianten des IPSC-Schießens. Das ist das International Practical Shooting Confederation, heißt das Ganze. Sozusagen die Königsdisziplin des Pistolenschießsports im Großkaliber. Und dafür ist das Teil einfach im Original auch gemacht, ne? Deswegen erreicht man die Sachen auch alle so super toll mit einer Hand, mit dem Daumen hier die Sicherung und alles, ne? Und das Teil macht einfach nur Spaß. Also der Kick ist der Hammer, der Blowback hier mit diesem starken Verschluss, wenn er nach hinten knallt, das ist wirklich super.
präzise top verarbeitet. Und der Preis hier bei Teutenberg, 142 Euro kostet die bei ihm. Da kann man auch absolut nicht meckern. Ne? Die ist fast überall teurer. 142 Euro ist ein super Preis für das Teil. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Das ist eine absolute Kaufempfehlung, das Gerät. Und ja, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert mich bitte. Hier oben rechts oder unter dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei German Blanken Ärgern Reviews. Bis dahin, ciao.